Als Graham Bell das Telefon erfand, hat er bereits zwei Anrufe in Abwesenheit von Chuck Norris. Herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Und ja, ihr habt richtig gehört, die Chuck Norris Witze sind wieder da. Lang, lang ist es her und ich habe wieder eine richtig große, schöne Seite gefunden, wo einige dieser grandiosen und doch unvergleichlich guten Witze zu finden sind. Allerdings, bis ihr weitere davon hören dürft, geht es erstmal freudiglichst weiter mit dem Rajan. Ich kann mich noch ans letzte Mal erinnern. Kurz vorm Ende wurde die Lanze dann doch nicht mehr so scharf, hat abgeflacht. Und wenn man nicht bis zum Ende durchhält, dann hat man es auch einfach nicht verdient zu gewinnen. Ne? Konzentration ist etwas, was man sich hart erarbeiten muss, etwas, was da bleiben muss. Vor allen Dingen, wenn man mal muss. Ich meine, ohne Konzentration zu scheißen, da trifft man ziemlich schnell die Klobrille nicht. Und dementsprechend versuche ich jetzt, meinen ganzen Scheiß beisammen zu halten. Badumts. Und diesen ganzen Rajan-Gedöns jetzt endlich mal Einheit zu gebieten. Ich meine, es ist die vorletzte Waffe, die uns noch Probleme machen will. Letzte wird an der Bogen sein. Dort ist es wieder einfach so, ich werde ein bisschen rumlaufen und hoffe nicht getroffen zu werden. Dann schaffe ich das ganze Ding. Und genau das ist auch jetzt hier mein Plan. Mein ausgeklügelter, unvergleichlich vielschichtiger, 26-dimensionaler Plan 17b mit Selbstverarsche. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser Plan wenigstens ansatzweise aufgeht. Beim letzten Mal hätte ich ja auch schon gewonnen. Das gibt mir ja schon als einziges so ein bisschen Mut. Also ich weiß, okay, beim letzten Versuch hatte ich es schon geschafft. Bis auf die letzten zwei Schläge, die ich unbedingt verkacken musste, weil ich zwangsweise meine geile Gewehrlanze nochmal abfeuern wollte. Ne? Ist klar, wenn der Sidhu seine Gewehrlanze bereit hat, dann muss die auch abgefeuert werden. Das ist einfach ein Have-to-Do. Man versucht natürlich immer so lang wie möglich zurückzuhalten. Ne? Jeder, der schon mal ne hatte, der weiß, ne, es ist so. Gut, ich weiß es von Ingo Appelt. Ich glaube, so hieß der. Der hat da so ein relativ geiles Programm drüber geschrieben. Alle anderen wissen das vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Da versucht man halt möglichst lang genau diese Explosion irgendwie, ja, herauszuzögern. Sollte dies nicht klappen, hat man halt verkackt. Und genau das hatte ich beim letzten Mal getan. Und wir wollen natürlich nicht, dass das jetzt soweit nochmal passiert. Da hätte ich einfach nur R drücken sollen. Aber meine Schrecksekunde ist halt, wie gesagt, durchaus auf Minutenlänge. Man kann halt nicht alles haben. Entweder man reagiert schnell oder man reagiert nicht schnell. Beides kann man nicht haben. Ich wette, genau daher kommt der Spruch. Kann mir gar keinen anderen Grund so weit vorstellen. Momentan läuft es auch gar nicht so kacke, was ich jetzt mal so die ersten paar Sekunden zusammenfassend sagen kann. Ich wurde zwar jetzt schon zweimal sinnlos getroffen, aber welcher Treffer ist schon nicht sinnlos? Das sollte ich weiterhin versuchen zu vermeiden, aber der erste Rage-Modus ist schon da. Ich überlege jetzt hart, war das? Ich wusste. Warte mal, eigentlich dürfte ich den jetzt im Rage-Modus aber nicht treffen können. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich den in Unrage, also im normalen Modus, in die Falle gehauen. Im Umkehrschluss sollte er bei der Schockfalle nicht reingehen, wenn er wütend ist. Das muss ich jetzt nicht beweisen. Ich hoffe einfach, dass ich damit recht habe. Ansonsten würde ich nämlich so ein bisschen meine Extra-Zeit richtig böse vergeuden. Nicht gut, nicht gut. Nein! Okay, alles ganz chillig. Noch will der böse Rabauke nur mein Essensgeld. Da ich eh kein Geld habe, könnte es demnächst schlimmer werden. Aber zumindest momentan kann ich ihn noch mit
gut gelegenen Ausreden irgendwie zurückhalten. Ich hoffe, das bleibt irgendwie so. Ja, genau. Schieß alles ab, was du hast. Hast du mir gerade nicht zugehört? Es geht darum, möglichst lang alles zurückzuhalten und nicht direkt zum Start alles rauszubashen. Gut, wenn man ein Rajan ist, hat man wahrscheinlich so viele Testosterone, dass der da 5 Eier hängen hat. Dementsprechend kann man auch mal ein bisschen mehr rausbuchsen. Er kann halt einfach öfter. Das wird dann vielleicht irgendwann zum Affentheater, aber jetzt zumindest klappt es bei ihm noch sehr, sehr gut. Er kann auch gut 3-4 Mal in Folge. Ich hasse es mit diesem Scheiß. Dauerangriff. Da bin ich jetzt schon zum 3. Mal reingefallen. Und ich merke es mir einfach nicht, dass ich mich nochmal umdrehen muss, um da zu blocken. Aber gut. Aus Fehlern lernt man. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Aber um nochmal zu den Zurückhalten zu kommen, ne? Scheiße. Ja, die sollte man auch zurückhalten, wenn man gerade Let's Play oder auf der Bühne steht. Nein. Ich habe letztens einer Freundin meinen Regenschirm geliehen. Damit steigt die Zahl von Personen, die ich nass gemacht habe oder feucht gemacht habe, auf minus 1. Aber gut. So viel dazu. Wollte ich nur mal kurz die Bilanz festhalten. Ist gut, da ein bisschen Scoreboard zu führen. Ja, vor allem, wenn ich immer wieder an den Rajan rangehe. Gut, wenn man die Monster mitzählt, habe ich zumindest aus nach meinem Ermessen vielleicht 1-2 mehr auf meinem Counter. Aber ich denke, für normal denkende Leute und nicht solche Perverslinge, wie wir es nun mal sind, ist dieser Counter durchaus recht gut. Warum treffe ich eigentlich die ganze Zeit Rajans Schwanz? Es ist nicht so, dass ich darauf wirklich zielen würde. Ich habe schon wieder vergessen, mich umzudrehen. Es ist einfach, der hängt halt im Weg. Der baumelt mir so vom Gesicht rum. Ich bin ja wie so eine Katze. Wenn die so ein Ding vor sich baumeln sieht, langsam wird es pervers, dann muss ich einfach zuschlagen. Das ist halt einfach so. Da komme ich nicht ringsrum. Tut mir ja beinahe schon leid. Aber gut, das war nicht so schlau. Ich wollte eigentlich gerade meine Waffe wegstecken. Jetzt lohnt sich das Ganze auch schon wieder mehr. Ich glaube, während der hier mal wieder sein Ich bin dein Uga Uga Cha Cha von sich geben muss. Hier ist eine Wand, hier ist eine Wand, hier ist eine Wand. Hier, da. Da drüben hätte ich lang gemusst. Okay, gut, wechselt Gebiet, geht in Ordnung, muss ich nicht rausrennen. Bin nicht ich der Feigling, sondern er. Perfekt, die Schuld von mir gewiesen. Die Megatränke hole ich jetzt mal noch nicht mit. Ich habe noch genügend. Ich würde jetzt 4 nicht als genügend abstempeln. Aber vorerst ausreichend. Ich weiß, ich kann noch 4-mal dumm rumblödeln und das ist durchaus eine Zahl, mit der ich arbeiten kann. So 4 durch 2 gleich 2. 4 hoch 3 gleich 8. Naja, fast. Und damit kann man durchaus arbeiten. Der ist jetzt nicht hier. Das sehe ich hoffentlich richtig. Und was zur Hölle ist das für eine Felsformation? Wer hat seinen kleinen Finger zum Indianergruß da erhoben? Oder seinen großen Finger zum Französischgruß? Ganz ehrlich. Einfach so aus dem Nix eine Kackwurst rausgedrückt. Nice. Richtig geil. Da scheiß der Vulkan. Und ich bin voll. Warum sammle ich nochmal? Ah, weil hier sonst eh nichts mehr ist. Perfekt abgetimt, so wie ich das gewollt habe. So, 10 Megatränke, das ist grundsätzlich ein guter Start. Keine, vor allen Dingen Start, nachdem wir schon 2-mal Rage haben. Wir haben ja schon 2-mal Rage, ne? Wir haben die Hälfte geschafft. Also so, ungefähr. Hälfte von 7 ist ungefähr 2, das passt. Das ist so ähnlich wie minus 1 gleich 0. Aber das sind so Fehler, die macht man nur mal in seiner Mathe-Klausur, da ich studiere immer in Physik, weil ich nicht rechnen kann. Wollte schon sagen, ich habe doch gerade gehört, hier irgendwo müsst ihr doch dann sein. Ich meine, ich höre ja zwar häufig Phantome, aber nicht immer. Meistens sind es so Phantome der Oper, obwohl ich das tatsächlich noch nie gesehen habe. Gut, dass man während des Aufstehens so ein bisschen wie unbesiegbar ist. Das ganze Gegenteil vom Real Life. Wenn ich morgens müde aufstehe, bin ich in keinster Weise unbesiegbar. Ich bin vielleicht unansprechbar und unausstehlich, aber nicht unbesiegbar. Das haben einen, oder zumindest mir, die Jäger und Monster Hunter allesamt voraus. Dass die diese Superkraft haben.
Ja, ich würde es als Superkraft bezeichnen. Ich meine, scheiß auf viel Geld, auf reich sein, wow, oder auf ähnliche Superkräfte wie Unbesiegbarkeit. Das alleinige... Fuck you, deine Hand kam von vorne. Trotzdem hast du mich von hinten gefistet. Das finde ich äußerst ungünstig. Gerade das frühmorgens Wachsein und nicht wie der letzte Idiot rumhampeln. Gut, das mache ich häufig auch nicht, aber naja, ist durchaus schon eine Superkraft, die sehr schön zu vertreten ist. Gerade wenn man wach ist, wenn man selber raus muss. Das kann ja im Leben schon einige Vorteile bringen. So viel steht fest. Und was auch feststeht, ist mein Schalter meiner Gewehrlanze, der meint Feuer, Feuer, Feuer. Und mein Finger auf Viereck, der unbedingt jetzt die Fallgrube legen will. Und das vielleicht doch keine gute Idee ist. Wir werden es gleich sehen, je nachdem, ob er auf mich zustürmt oder nicht. Komm zu mir, meine Lajang. Ich warte auf dich. Nein, das ist keine Falle. Das übersiehst du. So, als allererstes Schaden machen. Das ist äußerst wichtig. Schön auf den Kopf. Da hat der Silu die Gewehrlanze komplett getroffen. Dass die Schüsse danach absolut nicht getroffen haben, ist ein komplett anderes Thema. Das hier bitte nicht weiter ausgearbeitet wird in keiner psychologischen oder physischen Hinsicht. Äußerst Dankeschön. Obwohl Oberst Dankeschön nochmal wesentlich besser klappen würde. Alter, hat der große Hände. Da wirkt vielleicht sogar mein Baum wie ein kleiner Strauch. Aber na gut, das war verdammt klein. Ich sehe es. Ich sehe ja seinen Strauch. Oh. Er mag da diese Beleidigung auf jeden Fall nicht. Trotzdem sehe ich sein Fellknäuel die ganze Zeit vor mir rumbammeln. Das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, dass ich da so ein bisschen drauf fixiert bin. Das hängt nämlich wirklich die ganze Zeit vor mir. Und daher weiß ich, mein Bäumchen ist für ihn ein Träumchen. Natürlich, gucke ich einmal nicht hin, springt er wieder auf mich drauf. Wie die Fliegen auf ein Stückchen Butter. Und damit meine ich nicht den Buddha mit den 66 Armen, sondern seine Buddha, die ich mit meinem heißen Messerchen durchaus zum Schmädchenchen bringe. So, da ich jetzt mal wieder wetzen müsste, wäre es äußerst liebenswürdig, wenn du demnächst mal das Gebiet wechselst. Ah, er ist wieder unraged. Das hat sich ja äußerst gut ergeben. Kann ich eigentlich auch so nochmal zuschlagen, ne? Wenn er eh nicht wechseln will. Bringt vielleicht nichts, aber ich kann es trotzdem mal tun. Seht ihr, hab sogar fast getroffen. Sogar aus dem Fast wurde ein Gans. Und die Gans lernt jetzt fliegen. Oder so ähnlich war das beim hässlichen Entlein, oder? Das hässliche Gänslein. Gänzlich unbekannt. Aber trotzdem in unseren Herzen verankert. Ne, das war bei der. Das war die goldene Gans, ne? Mit hier. Nee, nicht ich mache mir die Welt, ich habe gerade den falschen Ohrwurm. Sondern, scheiße, das war mit einem Hans. Das musste ich mir mal angucken. Jetzt geht, ich habe es auch gefeiert, weil ich das ganz cool fand. Aber immer wenn ich bei meiner Tante war, musste ich halt die goldene Gans angucken. Mit dem Hans, der da alle mit sich herzieht. Und jetzt kenne ich dieses Scheißlied nicht mehr. Warum hat mein Gehirn das gelöscht? Das ist wichtig. Wenn ich irgendwann mal selber Kinder habe oder für meine Nichte, dann muss ich das vorsingen können. Shit! Und vor allen Dingen euch. Ihr seid da auch mit drin. Ich muss euch das spätestens beim nächsten Mal noch vorsingen. Das geht ja so gar nicht. Genauso wie den gib es mir. Gib mir deine Hand und gib's mir. Aus, Atemlos durch die Nacht. Brainlag confirmed. Ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, dass er direkt wieder Rage wurde. Das finde ich fast schon als Kompliment, dass mein Aussehen ihn sowas von wütend macht, dass er es selber nicht haben kann. Nichtsdestotrotz sind meine Lanzenkünste, wie gesagt, nicht so ausgefeilt, dass ich das wirklich durchziehen könnte. Springst nach hinten, ja, machst es nur einmal. Nein, Mistkerl. Du bist ziemlich arschfixiert, wenn du die ganze Zeit so nach hinten hoppst, aber okay.
Mit solchen Affen wie dir unterhalte ich mich nicht, ne? Ich diskutiere nicht mit Affen. So einfach ist das. Ganz ehrlich, das Lied lässt mich jetzt nicht aus dem Kopf, ja? Also, eigentlich sollte ich das Lied nicht aus meinem Kopf lassen, aber das Lied lässt mich nicht aus seinem Kopf. Wie war denn das? Ich brauche nur eine Textstelle und mir wird das ganze Ding einfallen. Ich habe die Melodie auf dem Kopf. Wenn ich die Melodie nicht im Kopf habe, kriege ich das Lied nicht hin. Das ist äußerst schade. Wenn es jemand einfällt, könnt ihr es immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch eine ansatzweise einen Plan habt. Es war der Schuster Klaus und ich ziehe mit meiner goldenen Gans jetzt in die Welt hinaus. Eins und eins und eins und eins, ich bin der Schuster Klaus. Ich ziehe mit meiner goldenen Gans jetzt in die Welt hinaus. Genau. Da der Typ nicht Hans heißt, sondern Klaus, bin ich jetzt äußerst am Überlegen, warum ich mir das häufig angucken musste. Es war immer Hans Kuck in die Luft, den ich jetzt meinte, aber na gut. Genau, eins und eins und eins und eins, komm sing mit mir ein Lied. Ich hab ne goldenen Rajang vor mir, den jeder mit sich zieht. Eins und eins, die Welt ist groß, komm wir ziehen los. Sehr schön, so war das. Bin ich äußerst stolz auf mich, dass mir so etwas nach kaum irgendwie in irgendeiner Weise erwähnenswerten Bedenkzeit doch noch einfällt, wird sich mein Nichtelchen drüber freuchichen. Wohin muss ich jetzt blocken? Jedenfalls nicht in die Richtung. Egal. Da ich gerade mitbekommen habe, dass meine Gewehrlanze wieder bereit ist, ich bleibe einfach hier stehen und blocke. Wir hatten das schon mal, dass ich irgendwo stand, wo ich meinte, ich wäre sicher und wurde dann weggebamst. Das ist nicht nett, das ist auch nicht schön. Das ist einfach bloß Aua. Böses Aua vor allen Dingen. Und trotz, dass mein Gewehr so breit ist, das werde ich jetzt bis zu diesem Punkt ignorieren. Hier kann ich es nämlich relativ safe. Dreh dich doch weiter! Gott verdammt. Nein, ich darf mich jetzt nicht weiter drehen. Mama hat gesagt, ich darf nicht nach hinten gucken, wenn ein komischer Affe hinter mir steht. Gott verdammt. Na gut, dann hat das halt nicht funktioniert mit diesem safen Treffer, aber ich will auch nicht einfach so meine Gewehre abfeuern, einfach weil die Romantik fehlt. Und zudem, was eigentlich noch viel wichtiger ist, das war der einzige beschissene Grund, warum ich beim letzten Mal verkackt habe. Und genau diesen Grund werde ich jetzt nicht wiederholen. Das könnt ihr euch abschminken, das kann sich der Rajang abschminken. Ich habe mir jetzt sowas von in den Kopf gesetzt, diese gottverdammte Quest hier und jetzt zu schaffen, dass ich in keinster Weise, auch nur ansatzweise daran interessiert oder daran orientiert bin, nach irgendetwas anderem zu streben. Es sei denn, es ist ewige Glückseligkeit, dann bin ich vielleicht doch noch halbwegs zu haben. Aber ansonsten, nein. Kommt das soweit? Na, ich steh bei der Seite, ne? Stand by my side. Stand ich perfekt an der Seite. Immer noch 5 Megaträger. Gut, ich habe die ursprünglichen 8 bestimmt schon allesamt in den Wind gehauen. Aber dafür gibt es ja die zusätzlichen, die man hier überall kriegen kann für solche Noobs wie mich, die ohne die halt einfach nicht drauf haben. Und irgendwie ihre Noobigkeit mit da liegenden Items verbessern müssen. Ist ein bisschen wie in Super Smash Bros. Brawl. Ich benutze einfach die Items, die überall runterfallen, um so ein bisschen meinen Skill aufzubessern. Funktioniert dort, funktioniert hier. Items sind einfach grandios das Beste, was es gibt. So, da können wir eigentlich mal direkt hinterherlaufen, denn er ist wieder normal. Was nichts daran ändert, dass er ziemlich asozial und bescheuert ist. Das ist aber halt sein normales bescheuert. Und nicht sein advanced bescheuert. Wo er direkt mal ein bisschen advanced Warfare spielen könnte. Ich habe erstaunlich wenig Schaden von diesem Backhop bekommen. Ich will mich nicht beschweren, denn da ist der Tod. Scheiß auf die 30 Minuten, die ich beim letzten Mal gebraucht habe. Bäm, in einem Part das Ding rausgehauen. Gab es eine Bitch Slap Schelle von mir an den Affen. Ein Wunder, dass das nicht, dass das übersteuert hat. Das tut mir sehr leid. Aber ein Wunder, dass seine Ohren noch nicht kaputt sind. Und seine Hörner. Natürlich, vor allem seine Hörner. Obwohl das eine hat jetzt ziemlich drunter gelitten. Sein Ästlein ist definitiv gebrochen. Da kann mir keiner etwas anderes sagen. Und wir haben sogar noch 4 plus ungefähr 6 Megaträger übrig. Wir sind die Chabos, wenn wir babbeln. Aha, aha.
Easy! Ne, warum läuft das nicht gleich so? Der erste Kampf war viel zu schnell zu Ende, der zweite Kampf war viel zu spät zu Ende und jetzt in, naja, gut, schönen, geschmeidigen 18 Minuten. Es hätte schneller sein können, es hätte aber auch länger dauern können. Perfekt das Ding abgeschlossen. Gut, perfekt ist was anderes. Durchschnittlich das Ding abgeschlossen. Man muss sich ja seine eigenen Fähigkeiten doch noch irgendwie bewusst sein. Bin ich zufrieden mit mir? Den Spitzhacke bekommen? Ein Silberei. Aha, danke, Ryan. Ne, bald ist ja auch wieder Ostern. Hey, neuer Rekord. An den Daten aktualisiert. Naja, egal. Passt ungefähr dasselbe. Neue Pokepunkte, wir können Trainer wieder losschicken. Nein, demnächst ist ja wieder Ostern, ne? Das heißt dann, man kann endlich wieder Eier bemalen. Da freue ich mich drauf. Das kitzelt nämlich immer so schön. Jetzt habe ich auch noch Silberei dazu bekommen. Ich noch mehr zu bemalen, ja. So. Dann fehlt, wie gesagt, jetzt noch der Bogen. Hat er noch mitgemeint. Und ja, die Verzweiflung macht sich wieder breit.